Willkommen zu Kita Today, unserem fast werktäglichen Kita-Format rund um alle möglichen Rechtsfragen in der Kita. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus von den Kita-Rechtlern und heute war in einer Zeitung aus Nordrhein-Westfalen zu lesen, dass die Stadt Dortmund als Träger einer Schule jemanden im Schulsekretariat gekündigt hat, weil diese Person männlich gegenüber weiblichen Kolleginnen sich wohl zu sexuell herablässigenden Äußerungen hat hinreißen lassen. Und daran sieht man wieder mal ganz eindrucksvoll, dass ein Träger es sich eben nicht gefallen lassen muss, dass es zu solchen Ausfällen kommt. Und letztendlich, wenn sich das Personal bei ihm beschwert und er davor keine Kenntnis hatte, dass so etwas vorkommt, dann ist er sogar verpflichtet, tätig zu werden. Denn jeder Arbeitgeber hat eine Schutzverpflichtung gegenüber seinem Personal, dass eben am Arbeitsplatz man Diskriminierung und belästigungsfrei seinem Tagewerk nachgehen kann. Und das Arbeitsgericht hat wohl gesagt, jo, der Träger hatte hier das Recht gehabt, auch fristlos zu kündigen. Nun mag es sein, dass ein Berufungsgericht, die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, das Ganze anders sieht, aber zumindest ein Arbeitsgericht hat gesagt, ja, das Vorgehen war in diesem Fall wohl angemessen und verhältnismäßig. Wichtig ist in dem Zusammenhang allerdings, dass es da natürlich keine pauschalen Lösungen für gibt. Es kommt immer darauf an, wer hat was gesagt, wer hat wann was gesagt. Gab es darauf vielleicht, hat sich die Person uneinsichtig gezeigt, als man darauf die Person angesprochen hat, oder gab es eine riesengroße Entschuldigungsgeschichte oder gab es etwa auch eine Verniedlichung nach dem Motto, na, nun habt euch alle mal nicht so. Also da ist sehr auf den Einzelfall abzustellen. Natürlich spielt auch die Beschäftigungsdauer eine Rolle. Gab es womöglich vorher 20 Jahre völlig beanstandungsfreies Arbeiten mit dem besagten Herrn. All das ist dem Artikel jetzt so im Genauen nicht zu entnehmen, vor allem nicht, was gesagt worden ist. Aber es zeigt eben auch auf, man muss immer im Einzelfall schauen, was letztendlich der Vorfall ist. Und führt es dazu, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer derart zerrüttet ist, dass nicht davon auszugehen ist, dass man auch nur eine Sekunde länger zusammenarbeiten kann. Und insofern ist jeder Träger bei solchen Vorfällen natürlich gut beraten, erstens hellhörig zu werden, zweitens sich Beratung zu holen, was gegebenenfalls getan werden muss, und dann auch tatsächlich tätig zu werden und es nicht irgendwie unter den Teppich zu kehren, weil ab irgendeinem Zeitpunkt auch die Angestellten sagen können, nö, das lassen wir uns nicht mehr gefallen, wir machen von unserem Leistungsverweigerungsrecht Gebrauch und bleiben mal zu Hause. Aber haben natürlich weiter unseren Lohnanspruch, denn wir müssen es eben nicht akzeptieren, dass uns bei der Arbeitszeit jemand mit doofen, sexuell herablässigenden Sprüchen die ganze Zeit den Tag versaut. Im Gegenteil, lieber Arbeitgeber, tu was, und wenn du was nicht tun willst, naja, dann werden wir uns dieser Situation eben auf unsere Art und Weise entziehen. Es ist ein Riesenthema, zeigt aber auch, dass die Arbeitsgerichte bei dem Thema zum Glück kaum Spaß verstehen, sondern auch Entscheidungen im verhältnismäßigen Rahmen dann auch durchwinken, so dass sich gegebenenfalls diese Herren der Schöpfung dann vor der Tür wiederfinden. Morgen geht's weiter.